Weitsprung, Hochsprung mit und ohne Stab und Laufen. Bei den pfälzischen Hallenmeisterschaften der Junioren in Ludwigshafen waren 2 Tagen beinahe jede Leichtathletikdisziplin dabei. Und wenn zum Beispiel beim 60-Meter-Lauf gerade einmal 0,05 Sekunden über Sieg und Niederlage entscheiden, dann unterstreicht das die enorme Leistungsdichte der Nachwuchsathleten. Diesmal hatte unter anderem Dennis Mäuslein vom LCO Edenkoben das bessere Ende auf seiner Seite. Mittlerweile habe ich da schon ein bisschen Routine drin, habe gewusst, dass ich gewonnen habe. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mein Kollege, der Julian, dass er so schnell ist, weil seine Bestzeit war ein bisschen langsamer als meine, aber da war jetzt schon dicht dran. Dicht dran ja, aber nicht davor. Aber halb so wild. Der zweitplatzierte Julian Schlepütz war trotz der knappen Niederlage nicht enttäuscht. Der Läufer der TSG Grünstadt kam mit 7,17 Sekunden hauchzart hinter seinem Konkurrenten über die Ziellinie. Es war jetzt relativ knapp zum ersten Platz hin, aber ich hätte es jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich bin eigentlich eher zufrieden. Zufrieden kann auch Selina Zimmermann sein. Sie hat sich sowohl im 60-Meter-Hürdenlauf als auch im Hochsprung den Titel in der Altersklasse U15 gesichert. Trotz der Bestmarke von 1,40 Meter war sie nicht ganz zufrieden. Im Hochsprung hätte ich mir mehr vorgestellt, aber es ist okay wegen der Höhe halt, weil wir im Training eher für andere Disziplinen trainiert haben für den Siebenkampf. Zum Beispiel Weitsprung, und da machte sie mit Silber ebenfalls auf sich aufmerksam. Es ist aber nicht nur Talent, das sie antreibt, sondern auch Leidenschaft für den Sport. Ja, die Leichtathletik ist für mich persönlich sehr wichtig, auch als Ausgleich zur Schule. Und deshalb, ich könnte mir es auch nicht vorstellen, damit aufzuhören. Und wenn dann auch noch so eine gute Stimmung in der Leichtathletikgemeinde herrscht, dann denkt sowieso kaum jemand ans Aufhören. Konkurrenzkampf gibt's unter den Athleten natürlich, aber der ist nur rein sportlicher Natur. Privat verstehen sich die Sportler meist bestens. Wir haben echt, im Sommer haben wir jede Woche Wettkämpfe, sind immer zusammen oder haben zusammen Kaderlehrgänge, da wächst man halt zusammen, ist auch mit denen auf dem Zimmer und ich sehe es jetzt nicht so als Konkurrenten an, sondern auch als Freunde. Bei den Meisterschaften hat er seine Freunde alle übertroffen. Die sinnen aber auf Revanche. Für Schlepütz und Co. bietet sich die Chance in 2 Wochen bei den rheinland-pfälzischen Meisterschaften. Und die finden wieder in Ludwigshafen statt.